Sebastian, danke, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir hier nochmal an der Linie über die Innovation im Ideal-Projekt sprechen können, ja. Wo wir ja eben mit dem PEM als auch mit Laserline zusammenarbeiten. Und ja, hol uns mal gerne ab, was wir in dem Projekt hier gerade derzeit machen. Ja, wir arbeiten jetzt seit 2,5 Jahren in enger Kooperation mit Laserline und weiteren Partnern aus der Forschungs- und Industriewelt zusammen und haben jetzt insbesondere in den letzten 2 Jahren sehr viele experimentelle Studien hier auf der Beschichtungsanlage gefahren, bei uns hier im Self-Lab an der RWTH Aachen, und haben verschiedene Materialien erprobt und haben da geschaut, ob da mögliche Einflüsse auf die Produktqualität existieren. Und das war eben wichtig im ersten Schritt, dass wir ausschließen, dass irgendwie negative Einflüsse durch diese deutlich schnellere Trocknung entstehen, durch die schnelleren Trocknungsraten. Und ja, da konnten wir hier nachweisen, dass wir in einem Coin-Cell-Format beispielsweise keine Unterschiede hinsichtlich der Produktqualität sehen, auch was die Adhäsion angeht. Wir haben geschaut, ob wir irgendwie Bindermigration beispielsweise identifizieren können. Und da haben wir festgestellt, dass im hybriden Trocknungskonzept Laserkonvektion bei einem deutlich verbesserten Durchsatz, bei einer deutlich reduzierten Trocknungszeit, eine ähnliche Produktqualität am Ende realisierbar ist. Ja, alles klar. Und Richard, wenn ich dich einmal fragen dürfte, könntest du als zweiter Partner in diesem Konsortium einmal den technischen Aufbau kurz erläutern? Gut, für uns war die Sache auch wichtig, weil wir konnten ja auch diverse Sachen testen. Ja. Hier oben ist also unsere Zoom-Optik eingebaut. Mit der können wir sehr flexibel in so einer Forschungsumgebung die Spotgröße verändern, ja, und genau auf die Beschichtungsbreite anpassen, die Felder größer oder kleiner machen. Und das hat im Projekt natürlich auch geholfen, jetzt verschiedene Szenarien durchzuspielen. Ja. Im echten Leben wäre der Setup wahrscheinlich nochmal leicht anders. Da würde man eine kleinere Optik einbauen, die sehr große Felder aufzieht und dann bei deutlich höheren Geschwindigkeiten die Trocknung durch. Okay, das heißt, um das mal in Perspektive zu setzen, den Aufbau, den wir hier besprechen, das ist natürlich Pilotlinienmaßstab. Aber ein Tunnel, der jetzt 100 Meter in der Industrie hätte, wäre im vergleichbaren Maßstab mit der Lasertrocknung bei circa der Hälfte, circa 50 Meter. Okay. Und um eine Proportion zu bieten, hätte circa 5 bis 10 Meter Lasertrocknungssektion, okay, als Booster vorne dran. Ja. Und die Temperatur eben hochzufahren und den ersten Teil der Trocknung als hybrides Konzept dann. Genau, als hybrides Konzept. Gut. Und im Ausblick steht dann sicherlich dann auch mal eine Volltrocknung mittels Laser, ja. Sebastian, das auch aus Forschungssicht? Absolut. Genau, also das Ziel ist natürlich langfristig wirklich ein Standalone-Lasertrocknungskonzept. Das ist quasi jetzt der erste Ansatz, ein hybriden Konzept. Man hat die großen Vorteile des Lasers, diese schnelle Trocknung, hohe Trocknungsraten, ja, möglichst in einem Retrofit zu realisieren. Und langfristig planen wir aber auch mit einem trocknungsphasenspezifischen Lasersystem wirklich auch eine Standalone-Lasertrocknung umzusetzen. Wir haben natürlich immer auch noch Konvektionsprozesse, auch durch die Lüftung, die Ventilatoren etc., ja, die wir natürlich umsetzen müssen. Aber langfristig ist das Potenzial durchaus noch höher, sodass man im Footprint noch stärker theoretisch verkleinern könnte. Okay. Spannend, und ich freue mich, das Potenzial, den Ausbau des Potenzials, Realisierung dann im nächsten Update zu sehen. Also Sebastian, danke fürs Gespräch. Ja, vielen Dank. Richard, danke dir für den Besuch. Klasse. Und bis bald. Danke.